Fandora ist wieder da. Ab dem 1. Juli ist die Familien-Indoor-Erlebniswelt in Schneeberg wieder geöffnet. Zu den bekannten Zeiten und wieder mit dem Sommer-Special. Ein Tagesticket für Fandora und der Eintritt ins Strandbad Vilsteich ist inklusive. Silberstromers Fandora. Familie, Sport und Abenteuer. Wiedereröffnung am 1. Juli. Wegen eingeschränkter Besucherzahl wird eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen. Mehr Informationen unter fandora-schneeberg.de. Sie haben wie immer aufgepasst, dass Sie die heutige Sendung mit diesen Themen nicht verpassen. Das erwartet Sie in den nächsten Minuten. Aufpassen zum Ersten. Waldbesitzer sollen Holz im Auge behalten. Aufpassen zum Zweiten. Biker wollen kein Fahrverbot an Sonntagen. Und aufpassen zum Dritten. Passanten können in Ösnitz Wandbild entdecken. Glück auf! Wenn Eltern wissen, dass ihre Kinder gut aufpassen, dann dürfen die auch mal Sachen machen, die andere Kinder nicht dürfen. All jene, die in ihrer Kindheit ein solches Privileg hatten, grüße ich heute ganz besonders. Wobei, mit dem Privileg ist das so eine Sache. Oft war eine Sondererlaubnis ja auch mit der Hilfe der Eltern im Haushalt oder Garten verbunden. Mit 9 schon die großen Walzen in die gewaltige Wäschemangel einlegen dürfen, mit 10 an die Nähmaschine ran, mit 11 schon die ersten Schnitte an der Kreissäge tun oder mit 12 schon mal mit dem Moped oder gar dem Traktor fahren dürfen. Beispiele gibt es viele. Sie können ja mal in Ruhe überlegen, ob Sie in Ihrer Kindheit so eine Erlaubnis, so ein Privileg hatten. Aber erst nach den Nachrichten fürs Erzgebirge. Forstexperten warnen vor einem extremen Massenbefall durch den Borkenkäfer. Schnelles Handeln ist notwendig. So hat das Landratsamt Erzgebirgskreis jetzt wiederholt mit der entsprechenden Dringlichkeit alle Waldbesitzer aufgerufen, ihre Waldflächen zeitnah und regelmäßig auf Käferbefall zu überprüfen. Ein eventueller Befall soll der unteren Forstbehörde gemeldet und eine umgehende Sanierung der befallenen Käferbäume durchgeführt werden. Wichtig sei entweder der sofortige Abtransport des Holzes und eine Lagerung mindestens 500 Meter vom Wald entfernt oder eine komplette Entrindung und Entsorgung von befallenem Material. Für eine Beratung, Betreuung und gegebenenfalls die Möglichkeit der technischen Hilfe stehen die Revierleiter der Privat- und Körperschaftswaldreviere von Sachsenforst zur Verfügung. Die Geschäftsführung der Bergarbeiter Krankenhaus Schneeberg GmbH hat nach der Schließung des stationären Betriebs im Januar und der Kündigung der Verträge durch die Klinikum Chemnitz GmbH im Juni nun beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Am Mittwoch wurde der Antrag zugelassen und das Vorverfahren angeordnet. Dorit Schwamberger von der Kanzlei Eckert Insolvenzrecht GbR wurde zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Der Schritt war aufgrund der mit Kündigung der Verträge eingetretenen Überschuldung der Gesellschaft notwendig geworden. Auch die geplante Änderung des Geschäftszwecks in einer Vermietungsgesellschaft kann ohne die finanzielle Unterstützung der Gesellschafter sowie ohne die Einbindung von Fördermitteln nicht umgesetzt werden. Für die momentan noch 8 Beschäftigten, davon 6 aufgrund von Mutterschutz, Elternzeit und Ähnlichem im Moment nicht aktiv, hat das Klinikum Chemnitz seine Beschäftigungsgarantie in diesem Zusammenhang nochmals erneuert. In Schwarzenberg werden die Bauarbeiten am Kreisverkehr beim Viadukt spätestens am 27. Juni beendet. Mit dem vorläufigen Bauende wird die Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr einschließlich der einspurigen Verkehrsführung in Richtung Annaberg-Buchholz mittels Lichtsignalanlage aufgehoben.
Doch schon in der kommenden Woche sollen in Schwarzenberg weitere für den Verkehr weitreichende Baumaßnahmen beginnen. Ab Montag kommt es in Richtung Bayerfeld zur Vollsperrung der Grünhainer Straße auf Höhe der Entstaubungstechnik. Bis voraussichtlich 10. Juli wird an dieser Stelle ein Abwasserhausanschluss realisiert. Die Umleitung in beide Richtungen erfolgt über den Stadtteil Sonnenleite. Achtung, an der Kreuzung Richterstraße-August-Bebel-Straße wird die Vorfahrtsregelung geändert. Am Dienstag beginnt dazu noch eine Baumaßnahme auf der Eibenstocker Straße. Im Kreuzungsbereich Eibenstocker Straße-Bockauer Weg-Anton-Günther-Straße werden Strom- und Gasleitungen verlegt. Das führt zu einer Vollsperrung der Eibenstocker Straße. Fahrzeugführer, die in Richtung Sosa oder in den Stadtteil Heide wollen, müssen die Umleitung über Bermsgrün nutzen. Das Ende dieser Vollsperrung ist für den 10. Juli geplant. Die drei Eurekio-Ekrensis-Arbeitsgemeinschaften haben bei einem Treffen im bayerischen Marktredwitz einen historischen Schritt vollzogen. Der gegenseitige Beitritt der Arbeitsgemeinschaften in Bayern, Böhmen und Sachsen-Thüringen wurde abgeschlossen. Zur AG Sachsen-Erzgebirge gehört aus dem Erzgebirge der Altlandkreis Aue-Schwarzenberg. Der gemeinsame Präsident Patrick Pitzinger sagte über die vergangenen Monate: Corona war gerade die Zeit, die gezeigt hat, wie wichtig es ist, an der Grenze zusammenzuarbeiten und gegenseitiges Verständnis zu haben. Zukünftig sei es wichtig, spontane Grenzschließungen als Lockdown-Maßnahme besser abzustimmen bzw. zu verhindern. Bei der Kontrolle eines aus Tschechien kommenden Pkw stellte der Zoll am Grenzübergang Oberwiesenthal 22 Gramm Marihuana sowie 12 Gramm Crystal fest. Zuvor verlief bei 2 der 3 Insassen ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Bei der sich anschließenden körperlichen Durchsuchung konnten bei dem 41-jährigen Fahrer des Fahrzeugs das Marihuana und das Crystal sichergestellt werden. Die Betäubungsmittel schmuggelte der 41-jährige Fahrer am Körper. Der Fahrer und einer der positiv getesteten Mitfahrer gaben an, dass sie die insgesamt 34 Gramm Drogen gemeinsam gekauft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diese auf einem Markt in der Tschechischen Republik erworben. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Toni Kraus ist Gast in der Sendung Treffpunkt Kulinarisch. Längst ein junger Mann und als Toni musikalisch aktiv, wurde der Erzgebirger als kleine Flugficht weithin bekannt. Mit 3 Jahren stand er das erste Mal an der Seite seines Vaters auf der Bühne. Ein Neuanfang gelang Toni mit seiner Single Bilder und dem Debütalbum Neuanfang. Nach zahlreichen Festival-, Club- und TV-Shows sowie mehrfachen Support-Slots für Max Giesinger, Lea und Co. ist Toni mit seiner neuen Platte Auf hoher See aktuell zurück. Über seinen Werdegang spricht der musikalische Erzgebirger an der Seite unseres Fernsehkochs Benjamin Unger. Dabei bereiten sie Hähnchenbrust und Reis mit Tomate und Mozzarella zu. Als Dessert gibt es Joghurt-Kaltschale mit Kräutern und Garnelen. Zu sehen ist Treffpunkt Kulinarisch ab Freitagabend. Der Erzgebirgskreis hat von der Sächsischen Aufbaubank den Fördermittelbescheid entsprechend der Richtlinie Digitale Schule für die Schulen in Landkreisträgerschaft erhalten. Die Fördersumme beträgt rund 5,6 Millionen Euro. Diese Mittel werden hauptsächlich für den Aufbau, die Erweiterung und Verbesserung der digitalen Vernetzung und der Herstellung von drahtlosen Netzzugängen, dem WLAN, verwendet. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen sind Baumaßnahmen erforderlich, welche die Fördersumme erheblich übersteigen. Die zusätzlichen finanziellen Eigenmittel des Landkreises sollen im Haushaltsplanentwurf 2021-22 bzw. in der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 bis 2024 berücksichtigt werden. Sie stehen unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch den Kreistag. Das besondere Exponat ist bei uns heute ein Bild. Ein großes Bild. Ein Kunstwerk, das an seinem Platz nicht für die Ewigkeit bestimmt ist. In Oelsnitz Erzgebirge ziert es die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Concordia-Siedlung. Die 4 Graffiti-Künstler Benjamin Knoblauch, Martin Trettner, Guido Günther
und Markus Escher haben den Spagat zwischen Tradition und Moderne an die Wand gebracht. Ein Spagat auch deshalb, weil in der Darstellung die Umbrüche der Concordia-Siedlung Oelsnitz-Erzgebirge künstlerisch zu verarbeiten waren. Seit Mitte Mai fällt das Gemälde den Vorbeikommenden ins Auge. Das Gebäude, das als Malwand diente, ist noch unsaniert. Der dem Erzgebirge verbundene FDP-Politiker und Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt war am Dienstag wieder in der Region unterwegs. In Schwarzenberg verschenkte er an die DRK-Rettungswache und einen privaten Pflegedienst Fließmasken. Müller-Rosentritt hatte eine größere Lieferung dieser Masken über seine taiwanesischen Kontakte erhalten. Nach Schwarzenberg hatte der FDP-Mann noch einen Termin am Stadion in Aue. Als der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt am Dienstag mit seinem Auto ins Auer Erzgebirgsstadion kam, warteten auf ihn schon mehrere Zweiradfahrer. Müller-Rosentritt, der auch der Landesvorsitzende der Liberalen in Sachsen ist, hatte sich mit den Veilchenbikern verabredet. Bevor die Saison für den FC Erzgebirge Aue am Sonntag in Regensburg zu Ende geht, wollte diese motorisierte Fangruppe mal nicht über den Fußball sprechen. Die Veilchenbiker bewegt ein angedachtes Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. FDP-Mann Frank Müller-Rosentritt machte deutlich, dass seine Partei gegen eine solche Maßnahme ist. Nur so können künftig, wenn wieder Zuschauer in den Fußballstadien des Landes erlaubt sind, die Veilchenbiker mit ihren zweirädrigen Maschinen zu den Sonntagsspielen ihrer Mannschaft kommen. Und die sind für den FC Erzgebirge zumindest eine weitere Saison in der zweiten Bundesliga. Der Klassenerhalt wurde in dieser Saison schon vor dem letzten Spieltag gesichert. Das freut sicher auch den Chemnitzer Frank Müller-Rosentritt. Über bevorstehende Konzerte wollen wir noch berichten, jetzt in den Veranstaltungstipps. Am 27. Juni spielt die Erzgebirgische Philharmonie unter dem Motto Danke, Musik aus den Fenstern im Rathaushof in Aue ein Konzert für geladene Gäste. Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi hat sich ein 30-minütiges Konzert der besonderen Art ausgedacht. Während des Konzertes wird ausschließlich aus den Fenstern musiziert. Zu hören sein werden unter anderem Werke von Jacques Ibert, Georg Friedrich Händel und Ludwig van Beethoven. Der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert geht wieder auf Orgeltour. Diesmal wird er am 26., 27. und 28. Juni im Erzgebirge 11 Orgeln erklingen lassen. Die 30- bis 45-minütigen Konzertprogramme sind jeweils auf die Besonderheiten der jeweiligen Orgeln abgestimmt. So ist kein Werk der verschiedenen Komponisten an diesem Orgelwochenende doppelt zu hören. Die Orgelfahrt beginnt am 26. Juni um 19.30 Uhr in der Emmauskirche in Schwarzenberg-Neuwelt. Die dortige Orgel aus dem Jahr 1901 von Hermann Eule wurde erst im letzten Jahr aufwendig saniert und erklingt nun wieder in alter Schönheit. Matthias Grünert plant hier ein fast einstündiges Eröffnungskonzert der Orgelfahrt. Zum Ende der Sendung wollen wir wieder ein Kinderbuch aus DDR-Zeiten hervorkramen. Dessen Titel Ich bin die Nele. Nele, die so wie die Freundin von Till Eulenspiegel mit ihrem Vater allein lebt, muss in eine fremde Stadt umziehen. Dort hat sie noch keine Freunde, nur einen kleinen Vogel, den sie auch noch zu versorgen hat. Wie das Mädchen ihr Leben meistert, wird in dem Buch von Peter Brock amüsant beschrieben. Lesenswert. Im Sommer vielleicht ja auch am Strand oder auf der Liegewiese. Damit geht diese RTV-Kompakt-Sendung zu Ende. Bis zur nächsten müssen Sie nicht lange warten. Wir kommen von Montag bis Freitag täglich neu. Also bis morgen auch. Glück auf! Pandora ist wieder da.
Ab dem 1. Juli ist die Familien-Indoor-Erlebniswelt in Schneeberg wieder geöffnet. Zu den bekannten Zeiten und wieder mit dem Sommer-Special. Ein Tagesticket für Pandora und der Eintritt ins Strandbad Vilsteich ist inklusive. Silberstromers Pandora. Familie, Sport und Abenteuer. Wiedereröffnung am 1. Juli. Wegen eingeschränkter Besucherzahl wird eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen. Mehr Informationen unter pandora-schneeberg.de. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort.